Ja, grüß dich, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Da bin ich heute wieder mal in meiner Küche und werde ganz, ganz frühlingshafte Hindelhaxel zubereiten. Mit einem guten Gemüse dazu. Da habe ich schon meine Sachen, die was ich brauche. Ich habe jetzt so Hindel-Unterkeulen mir besorgt im Maximarkt. Und Frühlingsgemüse, Kohlrabi, Karotten, gelbe Rüben, Frühlingszwiebel und ein bisschen Spargel habe ich natürlich auch dabei heute wieder. Ich werde da die Hindelhaxel mit einer eigenen Marinade einpinseln und dann da scharf anbraten. Und da habe ich mir eben da schon meine Zutaten gekriegt. Und da gebe ich jetzt 3 Esslöffel Olivenöl rein in meine Schüssel. Ungefähr einen halben Teelöffel edelsüßes Paprikapulver. Und dann nehme ich ganz gerne auch so Kräuter der Provence. Nehme ich auch ungefähr so ein schwaches Teelöffel voll, ein bisschen Salz, Pfeffer und dann habe ich 2 Knoblauchzecherl, die ich da reindruck. Das sind ziemlich große Zechen, da genügt vielleicht eine. Und das vermische ich mir jetzt gut. Man könnte diese Marinade genauso verwenden, wenn man was grillt, wenn man diese Hindelteile zum Beispiel am Grill auflegt, das geht natürlich genauso gut. Jetzt haben wir ja wieder die Zeit, wo wir die Küche ins Freie aussehen, verlegen können. Da schalte ich mir ein bisschen auf. Gebe auch ein bisschen Öl rein, ganz wenig. Weil ja die Hindelteile eh mit Öl bestrichen werden und das pinselt die da gut rein. Natürlich sind die Hindelhaxen schon gewaschen und trocken getupft. Das habe ich vorher schon gemacht. Man kann auch Hindelflügel nehmen oder Oberkeulen. Dann drehen wir es um. Ich gebe jetzt meine Haxeln aus. Die sind jetzt schön angebraten. Ich habe da in diese Pfanne auch noch ein bisschen Olivenöl reingegeben, weil die kommen jetzt bei 200 Grad ungefähr eine Viertelstunde ins Backrohr. Ich werde jetzt das Gemüse dazu machen, unser Frühlingsgemüse. Und dazu gebe ich mir da in meine Pfanne noch mal ein bisschen Öl rein. Ganz wenig. Und ich gebe ein bisschen Butter dazu. Das macht den Geschmack einfach nur besser. Ja, und dann röste ich mir das Gemüse ein bisschen an. Ich habe die Karotten so ein bisschen stiftelig geschnitten. Nicht ganz zu fein, dass man ein bisschen was gespürt dann vom Gemüse. Gelbe Rüben. Ich mag das einfach, dass man ein bisschen Farbenvielfalt hat und dass es ein wenig bunt ausschaut. Kohlrabi passt jetzt auch recht gut dazu, Frühling. Und da habe ich heute einen grünen Spargel. Dem hat das der Vorteil, dass man nicht schälen muss. Man schneidet nach unten die holzigen Enden weg, aber sonst waschen und gleich verwenden. Da habe ich mir auch so Stücke geschnitten, weil mir das einfach gefällt, wenn da irgendwas Grünes noch drinnen ist und auch gut vom Geschmack her passt. Und da habe ich noch so Frühlingszwiebeln. Und die gebe ich nicht am Anfang eine in die Pfanne, sondern erst zum Schluss jetzt. Weil das ist die Gefahr, dass die Zwiebel gleich ein wenig dunkel wird und anbrennt, sage ich mal. Oder ja, dann wird es gleich bitter und das möchte ich nicht haben. Das schneide ich mal in so Stücke ein wenig her. Einfach schauen, dass es rundherum eine schöne Farbe hat, das Gemüse. Und mir ist dann ein bisschen Marinade überblieben. Ich glaube, das tue ich jetzt da dazu, weil das vom Geschmack auch gut passt. Und dann ist wieder zusammengekramt in der Küche. Duftet schon wunderbar. Ein bisschen Salz kann man noch rein. Pfeffer.
Und dann habe ich da ein bisschen Suppe. Einfach eine Würfelsuppe machen oder einfach eine Suppe, Gemüsefond machen. Und lasse da kurz ein bisschen dünsten, mein Gemüse. Ein paar Minuten. Und dann gebe ich das ganze Gemüse auch nochmal zu den Händelhaxerl dazu und mache das im Backrohr dann fertig. Das ist recht praktisch. Ich mag solche Gerichte gern, wo ich alles so in den Ofen einschieben kann. Man könnte Erdäpfel in Spalten schneiden und ein bisschen marinieren mit einem Salzpfeffer und ein bisschen Öl und auch dazu geben ins Rohr rein und dann hat man dann die Erdäpfel auch gleich dabei. Also so Ofen-Erdäpfel. So. Ich kriege schon richtig einen Gust. Das schaut wunderschön aus. So, jetzt hole ich meine Haxel nochmal raus. Brutzeln auch schon schön da. Dann geben wir das Gemüse dazu. Das hat noch einen schönen Biss, das Gemüse. Und das ist sehr heiß, alles. So soll es sein. Und jetzt kommt das nochmal in meinen Ofen rein. Circa eine Viertelstunde. Dann schauen wir uns das an. Ja, dann schauen wir, wie es dann ausschaut. Unser Rezept für die perfekte Küche ist kein Geheimnis, sondern der direkte Weg. Von der Planung, Produktion, Montage bis hin zum Service bekommen Sie bei uns alles aus einer Hand. Entdecken Sie das Breitschopf Küchenzentrum mit all Ihren Sinnen. Breitschopf, der direkte Weg zu Ihrer Küche. Maxi-Fleisch, das heißt Top-Qualität für alle Fleischtiger. Wenn es ums Fleisch geht, ist nur beste Qualität aus Österreich gut genug. So kommen Fleischliebhaber garantiert auf ihre Kosten. Bestes Fleisch aus Österreich heißt Maxi-Fleisch. Exklusiv in ihrem Maxi-Markt. Maxi-Markt ist entstanden. Willkommen in der Trachtenwichtelstube. Erleben Sie die neuesten Modetrends auf 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Kleider, Röcke, Lederhosen oder ein Trachtenanzug. Hier wird jeder fündig. Vom Dirndl bis zum Hochzeitsoutfit. Trachtenmode liegt immer im Trend. Die Trachtenwichtelstube in Eth bei Lambach. So, ich habe meine Händelhaxerl aus dem Ofen rausgeholt. Das Gemüse ist schön gut durchgegart, aber noch, hat noch einen schönen Biss. Und dann brauche ich jetzt eigentlich nur mehr anrichten. Schaut wunderbar schön bunt aus. Da muss auch gleich das Wasser im Mund zusammenlaufen. So, dann haben wir noch Hackeln dazu. Und dann haben wir wieder ein wunderbares Gericht. Ein leichtes, frühlingshaftes. Ich sehe schon, Gericht. Friede. Servus. Hallo, grüß dich. Grüß dich, Hans. Ui, meine Damen und Herren, begrüßen Sie. Kriegst du den Hunger? Ja, erstens das und zweitens, was noch da ist. Ich glaube, das ist ein Gericht, mit dem kann ich auch auftricksen. Ja, glaube ich. Da kann ich wieder meine Feine wieder rauschen. Ich als Nicht-Koch, aber ich übe ab und zu. Ja. Frühling. Haben wir was Gutes? Ja, Burgenland-Weiß. Ein Weißwein aus dem Burgenland. Ja, ich weiß nicht. Auf Fränkisch meiner Meinung nach, St. Zweigelt, St. Lauren, genau. Diverse Cuvées. Ja, genau. Roden ist bekannt für Burgenland, auch kein Thema. Aber Burgenland ist auch eine Gegend, wo sehr, sehr charaktervolle Weißweine herkommen. Okay. Und die besten Süßweine der Welt wissen wir eh. Mhm. Donnerskirchen. Sagt mir jetzt nichts, da war ich noch nicht mit dem Rau. Doch. Das ist die Westseite vom Neusiedler See. Okay, na dann Burbach runter, kommt dann Donnerskirchen. Und warum Donnerskirchen? Donnerskirchen hat genau die gleichen Böden wie Dürnstein in der Wachau. Ah.
Und dort geht einfach sehr gute Weißweine. Ich meine, in Niederösterreich kann sogar ich Weißwein machen, nicht? Aber ja, im Burgenland ist das schon eine Challenge. Das ist ein was anderes. Und da habe ich einen Mensch Riesling mitgebracht, nicht zu verwechseln, hat nichts mit Riesling zu tun. Okay. Nein, das ist nicht artverwandt, nur Welsch, Riesling. Mein Gott, das kommt aus dem Laschki-Riesling, kommt aus dem Slowakischen. Ja, Riesling Italico heißt in Italien. Und bei uns halt der Welsch. Steiermark ganz stark vertreten. Mhm. Aber im Burgenland für mich sehr gut ausbalanciert. Alkohol, Frucht, Säure spielen. Ja, das schauen wir jetzt mal. Ja, das geht schon. Das geht schon. Man tut die Flasche nicht unbedingt am Glasrand aufsetzen, weil das könnte sonst splitten. Oder man traut sich einfach ein bisschen so. Ja, geht auch gut. Gell? Ja, wie gesagt, da sind die Jahrgangsunterschiede nicht so dramatisch im Burgenland, weil die klimatischen Bedingungen ziemlich gleich sind. Okay. Ja. Riech mal rein. Da steht die Frucht im Vordergrund. So ein schöner, satter, grüner Apfel kommt durch. Gell? Ein bisschen exotische Frucht kommt durch. Aber sehr ausgewogen. Ja, ja, genau. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl zu Hause. Das ist die Balance jetzt. Extrakt, Säure angenehm eingebunden. Genau, nicht zu stark. Extrakt, recht frisch, fruchtig, rund das Ganze. Ist sogar der Damenwein. Damenwein, ja, allround auch. Ja, aber das ist, da bin ich wieder dabei. Ja, trinken Männer Damenweine, Damen trinken Männerweine. Ja, genau. Also da gäbe es einen lustigen Spruch, den traue ich mich ja nicht zu sagen. Okay. Frühlingsgemüse, Händel, der Wein dazu, ja, die Welt ist in Ordnung. Super. Ja, gibt es zum Quing auch wieder was? Wie immer. Ja? Wie immer, ganz klar. maxi.weinkeller@maximarkt.at und der Wein mit anderen Köstlichkeiten steht bald für Ihre Haustür. Ja, ich wünsche Ihnen ein gutes Gelingen beim Nachmachen. Das Rezept von uns haben wollen, schauen Sie wieder auf unsere Homepage rein, tv1.at. Alles Liebe, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Auf Wiedersehen.